Vereinfacht gesagt, fängt hier dein Projekt ungefähr an und ja, ungefähr hier endet es. Als ich ungefähr 13 oder 14 Jahre alt war, gab mir meine damalige Zeichnungslehrerin zwei solcher Stifthalter. Den einen habe ich hier, den anderen zu Hause. Und sie sagte zu mir, Jacek, du kannst so schön zeichnen, ich schenke dir diese beiden, die kannst du sicher gut gebrauchen. Also ungefähr so, ist schon ja, lange her. Ich wunderte mich natürlich über dieses Geschenk, etwas seltsame Geschenk, weil ja, einen Bleistift oder Farbstift zu Ende zu zeichnen, kam mir komisch und viel zu weit weg vor. Nun, die Zeichnungslehrerin lag komplett richtig und ich habe die beiden immer noch. Und wenn die Tage und Stifte ja, kürzer werden, nutze ich sie natürlich für einen besseren Halt. Womit wir beim Thema dieses Videos wären, nämlich der richtigen Haltung, also der richtigen Stifthaltung. Gleich vorweg, es gibt viele Arten, einen Bleistift, einen Fineliner, eine Feder, Zeichenkohle oder Pinsel zu halten. Keine davon ist die richtige, sondern sie alle sind je nach Prozessverlauf nur Mittel zum Zweck. Hier zeige ich dir die bekanntesten Haltungen bezüglich Stiften und Bleistiften und im Verlauf des Videos wirst du sie denn da und dort wiedererkennen und selber entscheiden können, was du und wie ausprobieren möchtest. Nummer 1 ist der erweiterte Oberhandgriff. Eine meiner Lieblingshaltungen, weil ich sie sehr variabel und auch sehr gut sitzend anwenden kann. Nummer 2 ist der Unterhandgriff. Am besten geeignet, wenn man steht und die Zeichnung auf dem Tisch oder auf der Staffelei vor sich hat. Er eignet sich aber auch gut fürs Schattieren, auch im Sitzen. Und drittens, vielleicht eher unbekannt oder nicht so üblich, der Tippgriff oder Spitzgriff. Hierbei liegt der Zeigefinger fast auf der Spitze und beschwert diese, um situativ Akzente setzen zu können. Wir tappen fast immer, und da bin ich keine Ausnahme, in die gleiche Gewohnheitsfalle rein. Es beginnt mit unserem Griff oder der Art, wie wir unseren Stift oder Bleistift halten. Es ist so, seit wir das Schreiben von Hand gelernt haben, haben wir Gewohnheiten entwickelt, die nicht wirklich förderlich fürs Zeichnen sind. Buchstaben und Worte sind im Grunde genommen ganz kleine Details und das ist das Einzige, worauf wir uns beim Schreiben jeden Tag konzentrieren. Und das zum Teil sehr oft. Überlege nur, was das mit unserem Muskelgedächtnis über die lange Zeit gemacht hat. Darum ist ein beliebter Anfängerfehler beim Zeichnen die Schreibhaltung. Beobachte einmal, wie deine Hand den Stift hält. Es ist dieselbe Haltung, in der du auch schreibst. Die Hand liegt auf dem Papier, der Stift ist kurz gefasst und man drückt den Stift mit relativ kurzen Bewegungen des Handgelenks ins Papier. In dieser verkrampften Position wird es einem kaum gelingen, eine lockere Skizze anzufertigen. Denn um diese geht es ja meistens am Anfang eines Projekts. Bereits in der Schule wurden wir ermahnt, nicht über die Linie zu schreiben, nicht zu schmieren, sondern sauber und ordentlich zu arbeiten. Das ist für unsere persönliche Entwicklung zwar förderlich, aber eine lebendig aussehende Zeichnung ist auf diese Art kaum zu erreichen. Wir haben gelernt, immer so fest aufzudrücken, dass unsere Schrift gut lesbar ist. Oft hinterlassen wir sogar einen Abdruck auf der nächsten Seite. Und jetzt rate mal. All das muss beim Zeichnen abgeschaltet werden. Das Denken und die Mechanik, die Zeichnen erfordert, sind völlig anders und das ist einer der Hauptgründe, warum das Verwenden anderer Griffe beim Zeichnen so eine große Herausforderung ist. Besonders für uns Erwachsene. Beim Schreiben benutzt man so gut wie immer nur einen Griff. Beim Zeichnen hingegen nutzt du nicht nur verschiedene Griffe, sondern auch Bewegungen des gesamten Arms. Das bedeutet nicht, dass du den Schreibgriff nicht fürs Zeichnen verwenden kannst. Es ist nur so, dass die Mechanik und das Denken beim Zeichnen anders sind. Ein Hauptaspekt, um wirklich mit verschiedenen Zeichenhaltungen zu arbeiten, besteht darin, zu lernen und zuzulassen, dass das Gewicht des Stiftes oder Bleistiftes die meiste Arbeit, die meisten Markierungen macht. Wenn du zeichnest, drückst du fast gar nicht auf die Spitze, sondern lässt sie praktisch über das Papier gleiten.
Die Markierungen entstehen größtenteils durch das Eigengewicht des Bleistifts. Unser Griff dient hauptsächlich dazu, Stabilität, Unterstützung und Richtung zu bieten. Du würgst also den Stift oder Bleistift nicht so ab oder drückst die Spitze nicht durch das Papier, es sei denn absichtlich, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen oder eine Stelle zu akzentuieren. Beim Schreiben konzentrieren wir uns auf Präzision und Details. Aber beim Zeichnen geht es in erster Linie um den Prozess. Natürlich haben Zeichnungen auch Details, aber das ist nur ein Aspekt des Zeichenprozesses und meistens passiert dieser gegen Ende hin. Ansonsten arbeitest du mit langen, lockeren Linien, großzügigen Formen und Helligkeitswerten, zumindest am Anfang. Konkret heißt das, benutze den erweiterten Oberhandgriff, fasse den Stift am oberen Ende an und leg die Hand nicht auf den Tisch bzw. auf das Papier. Vielleicht wird deine erste Reaktion sein, mit dieser Handhaltung schaffe ich keine geraden Linien. Aber genau das wollen wir ja erreichen. Warum sollte eine Skizze oder Vorzeichnung immer nur aus korrekten und gerade gezogenen Linien bestehen? Derartige Zeichnungen wirken häufig statisch und tot. Lebendigkeit erreichen wir erst, wenn wir den Stift locker und großzügig führen. Achte auch auf ausreichenden Abstand der Augen zum Zeichengrund. Ist der Abstand zu klein, fällt dir die Übersicht über das gesamte Bild und man verzettelt sich in Details. Je größer der Abstand, umso großzügiger kannst du arbeiten und umso besser hast du die Übersicht über dein Werk. Auch eine sehr gute Möglichkeit ist es, im Stehen zu zeichnen und den Stift locker am oberen Ende in der Hand zu halten. Das Blatt liegt dann vor dir auf dem Tisch oder ist leicht im Winkel erhöht. So kommt man garantiert nicht in Versuchung zu verkrampfen und schön zu zeichnen. Stehst du hingegen an einem schrägen Zeichenbrett oder gar an einer Staffelei, so kommt hier der Unterhandgriff ins Spiel und erlaubt dir hier einen sehr bequemen Bewegungsradius. All diese Griffe werden sich unnatürlich anfühlen, wenn du dich nur darauf konzentrierst, kleine Linien zu machen und auf Details zu achten. Sie sollen dich gestischer und großzügiger machen, dich dazu bringen, groß zu denken und groß zu zeichnen. Um den Druck zu kontrollieren und einen entspannteren Griff zu verwenden, kannst du freie Dinge zeichnen, wie Kritzeleien, Linien, Formen und Figuren in verschiedenen Größen und Helligkeitsstufen. Ich rate dir, das vorerst nur mit einem Bleistift oder Kohlestift zu tun. Fülle einfach Seiten mit diesen einfachen Übungen und entwickle dein Muskelgedächtnis, bis du immer vertrauter damit wirst. Wenn du dann immer noch in die Schreibhaltung zurückfällst, kannst du dir mit einem einfachen Trick helfen. Markiere bei deinem Übungsbleistift die Grenze, unter die du nicht gehen solltest. Das geht gut mit einem Klebeband, indem du die Stelle oder sogar zwei Stellen rundum markierst. Wenn du deinen Bleistift aber nicht verunstalten möchtest, dann nimm stattdessen ein kleines farbiges Gummiband und spanne es an die gewünschte Stelle. Dieses gibt dir zusätzlich noch eine haptischere Orientierung am Stift und kann sogar das Halten verbessern. Ich weiß, es ist für viele von euch ungewohnt, mit diesen Arten von Griffen zu zeichnen. Aber vertraut mir, es ist nur eine Übungsfrage, bis sich Kopf, Körper und Hand an das gewöhnen. Beim Schreiben bist du angespannt, du kontrollierst nur mit dem Handgelenk. Du fokussierst dich auf kleine Details und Wörter. Beim Zeichnen geht es, zumindest am Anfang, um das große Ganze. Am Anfang denkst du groß und in der Übersicht. Du benutzt großzügige expressive Gesten, Bewegungen und Linien und gehst dann im weiteren Bildverlauf in eine kontrolliertere Haltung bis hin zu den Details über, also von groß bis klein. Aber du musst diese Vielseitigkeit üben, diese Freiheit des Ausdrucks durch fließende Bewegungen deiner Hand. Der Schlüssel ist, wie ich schon erwähnt habe, durch den Haltungsabstand sich eine Großzügigkeit zu erlauben. Das hilft dir, großzügig zu denken und dich dem Bildprozess entspannt hinzugeben. Versuche auch, nur das Gewicht des Stiftes zu nutzen, um erste Markierungen auf dem Blatt zu erzeugen. Variiere auch die Art deiner Werkzeuge. Bleistift, Zeichenkohle, Zeichenfeder, Feinliner, Filzstifte und so weiter. Du wirst schnell merken, wie sich Werkzeuge in unterschiedlichen Haltungen anders anfühlen und wie neu und frisch plötzlich der Output sein kann.
Die neu entdeckten Ausdrucksformen und Ausdrucksarten erweitern deine zeichnerische Sprache um ein Vielfaches. Wie erlebst du deinen Zeichnungsprozess und wo liegen bei dir die Stolpersteine? Schreib es mir gerne in die Kommentare, so kann ich noch konkreter darauf eingehen. Okay, ich hoffe, das war für dich hilfreich. Falls ja, lass auch gerne ein Däumchen nach oben da und oder ein Abo, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ich wünsche dir eine wunderbar kreative Zeit. Mach's gut, auf bald!